Heidenheim. Busch treibt den Ball nach vorne und dann kommt hier jetzt Tim Kleindienst an den Ball. An 2, 3 vorbei ins lange Eck und 0-1 in der 6. Minute. Kühlwetter hatte ihm den Ball letztendlich zugespielt und er macht das perfekt, wie wir gleich auch noch mal sehen werden. Also eine Führung, die doch auf einiges hoffen ließ, ja, unter anderem auf diesen 100. Zweitligasieg für den Trainer. Macht er natürlich klasse, der Tim, ins lange Eck, keine Chance für den Keeper. 8. Minute, 2 Minuten später die erste Ecke für den Karlsruher SC. Und was ist das? Der 20-jährige Malik Badmaz kommt da nach der Vorarbeit von Breithaupt völlig frei zum Schuss und lässt dem armen Kevin Müller aus Nahdistanz keine Chance. Achtung, den haben sie überhaupt nicht auf dem Zettel. Und er trifft dann aus 7 Metern Entfernung zum Ausgleich. Der junge geborene Torjäger war das auch mal in der U19-Bundesliga. Das ist aber auch schon ein bisschen her, war 18, 19. Heidenheim danach aber wieder mit Möglichkeiten. Hier diese Chance für Kühlwetter, der ein bisschen unglücklich wirkte in einigen Situationen. Oder man kann auch sagen, er hat einfach Pech gehabt. Aber die Chancen waren da, für Heidenheim erneut in Führung zu gehen. Und da haben wir wieder eine Chance für Kühlwetter nach der Vorarbeit von Föhrenbach. Er kann sie abermals nicht nutzen. Aber die Heidenheimer mit den besseren Torchancen, keine Abseits, wie wir hier sehen. Und dann vielleicht ein bisschen spät abgeschlossen. Heidenheim weiter im Vorwärtsgang. Die nächste Chance. Aber auch die lassen sie ganz einfach liegen. Und wie geht das in der Fußballersprache? Sowas wird dann oft auch bestraft. Hier nochmal die Chance. Und dann ist es hier etwas zu umständlich vom Kühlwetter und der Ball ist weg. So, wie war das mit der Bestrafung? Ach so, so war das. Plötzlich Platz auf der rechten Seite und da ist er wieder, der junge Mann, der 20-Jährige, macht das 2:1. Seinen 3. Saisontreffer und das macht er sehr schön und sehr souverän und sehr überlegt. Wanicek mit einer klasse Vorarbeit und dann ist es Malik Badmaz, der den KSC mit 2:1 in Führung bringt. Er blieb dann allerdings in der Kabine, war irgendwie umgeknickt, sah man in der Situation noch nicht, wurde in der 2. Halbzeit also nicht mehr gebracht, aber hat bis dahin alles gegeben. Ja, der Trainer der Heidenheimer nachdenklich, man hatte so eine überlegene Phase und hat eigentlich zu wenig draus gemacht. 50. Minute, setzte sich sofort, nächste Chance. Der Kapitän Meinka nach der Ecke von Mohr und das Außennetz half hier dem KSC ein wenig, war aber auch schwer, den Ball aufs Tor zu bringen. Dann sind wir in der 56. Minute. Schleusener, Busch. Ach, der hat den Arm zu weit raus und der Schiedsrichter muss da natürlich auf Elfmeter entscheiden. Er ärgert sich, aber es hilft alles nichts. Elfmeter, 56. Minute, klare Sache. Hier sehen wir es nochmal. Gab auch keine großen Diskussionen. Wanicek gegen Müller. Ganz kurzer Anlauf, perfekt verladen und es steht 3:1 für den KSC. So, jetzt muss man sagen, dass Leipold zwischenzeitlich dann gleich eingewechselt wird, währenddessen wir nochmal das 3:1 sehen, also die goldenen Hände sollen dann eingreifen. Währenddessen der KSC noch jubelt und auch Schimmer wurde eingewechselt beim Gast. Dann dieser Fehler hier von Kobalt und der eingewechselte Schimmer. Was ist mit den goldenen Händchen? Nein, bleibt beim 3:1. Hier der Fehler nochmal. Ja, das darfst du dir so nicht erlauben. Durchatmen. Nochmal gut gegangen. Weiterhin 2 Tore Vorsprung für den KSC. Dann 73. Minute. Eckball. Und da ist er wieder. Der Tim Kleindienst, 6. Saisontreffer
Er verkürzt auf 2:3. Die Hoffnung ist da und Sie sehen es, er treibt seine Mannschaft an. Kleindienst, der gefährlichste Spieler heute im Trikot der Heidenheimer. Alles war noch drin. Malone war auch noch gekommen. Also dreimal Offensive eingewechselt. Und sie versuchten es weiter. Und da ist besagter Malone. Macht das gut. Kommt zum Abschluss. Aber gute Reaktion des Torhüters vom KSC. Heidenheim setzt alles auf eine Karte. Wieder eine Chance für Tim Kleindienst. Wie gesagt, er war der gefährlichste Mann. Was war eigentlich mit Leipertz? Das war mit Leipertz. Riesenmöglichkeit. Und eine klasse Reaktion nochmal von Gersbeck. Das Ganze ganz kurz vor Schluss. Dann gab es noch 4 Minuten Nachspielzeit und es wurde eigentlich immer spannender. Heidenheim bringt alles nach vorne. Tim Kleindienst, Tor 3:3. Nein, er merkt es gleich. Da stimmt was nicht und er stand dann auch im Abseits, wie wir hier deutlich nachweisen können. Und so zählt dieser Treffer natürlich nicht. Und es bleibt beim knappen 3:2. Eichner jubelt. Ein Abend.